Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Dominik und wir schauen uns heute den Ethereum zu Bitcoin Chart an. Und ich werde euch sagen, warum Ethereum schwächer ist als viele seiner Kollegen. Doch bevor ich anfange, noch den Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung darstellt und auch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung und meine eigenen Informationen, die ich habe. So, jetzt schauen wir mal in den Chart und da sehen wir, als ich das letzte Mal ein Video zu Ethereum gemacht habe, habe ich noch gewarnt davor, dass wir unbedingt dieses Level halten müssen, dieses, ich nenne es mal 17,5, und haben wir nicht getan. Und hier ist die Quittung dafür. Ethereum ist wirklich, wirklich sehr schwach. Wir sind jetzt hier im Tageschart und wir sehen dann hier einfach der gleitende Durchschnitt, der 20-Tage gleitende Durchschnitt hier. Die grüne Linie, die hält uns immer noch nach unten, die drückt uns nach unten und das ist eigentlich somit die schwächste Widerstandslinie der gleitenden Durchschnitte. Und ja, das ist schon ein wirklich beachtliches Zeichen von Schwäche. Ich habe ja gemeint, dass wenn wir dieses Level brechen, wir unsere Augen hier auf das 13er, also 0.013 Satoshi Level unseren Blick richten müssen. Wobei das Level auch nicht an so starken Widerstand oder beziehungsweise Unterstützung darstellt, weil hier wenig Trading-Aktion ist, erst wieder hier so um die 11. Deswegen würde ich eher das Kästchen so weiter nach unten verschieben. Das heißt, in dieser Range könnten, ja, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir da landen. Es sei denn, ja, wir hatten hier noch ein bisschen Trading-Aktionen hier, wenn wir auch zum Beispiel auch den VPVR-Indikator anschauen, dann sehen wir, also der Indikator, um kurz zu erklären, ist, er stellt da, also das Handelsvolumen bei einem bestimmten Preis. Und hier haben wir ja auch das Volumen, das ist allerdings zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und das VPVR auf TradingView könnt ihr den Indikator euch hinzufügen. Den Link zu TradingView findet ihr unten in der Beschreibung. Und den VPVR-Indikator, den benutzt man normalerweise, um so Sprünge, ja, um so Gaps zu sehen. Das heißt, also ich mache es mal an dem Beispiel hier. Hier haben wir einen Bereich, wo wenig gehandelt wird. Das heißt, wenn Ethereum da durchstoßen würde, dann ist der Widerstand nicht groß und das nächste Level wäre ganz schnell erreicht und das wäre ein sattes Plus von, sagen wir mal, ja, 30% und das ohne viel Mühe. So. Genau, also der Indikator hilft uns jetzt eigentlich auch nicht so sehr weiter. Erst wenn es dann wirklich wieder in die tieferen Regionen geht. Wir haben jetzt hier ein wichtiges Level nochmal unterschritten. Und wir sehen auch hier, die Trading-Aktion nimmt ab. Hier ist es besonders wenig, erst wieder hier. In dem Bereich von Anfang 2017 fängt es dann wieder an, wo wir neue Käufer finden. Und das ist wirklich schon noch ein gewaltiger Weg nach unten. Ich kann es mal kurz einzeichnen. Das heißt, wir würden noch ungefähr, ja, locker so 20% im Bitcoin-Chart fallen. Das heißt, also Ethereum ist weiter underperforming Bitcoin. Und wenn man es in meinem anderen Video zu Ripple, habe ich ja noch erklärt, dass wir hier eine bullische Divergenz haben im Relative Strength Index. Das haben wir hier bei Ethereum eben nicht und genau deswegen ist Ethereum, ups, wo sind wir denn jetzt? Oh, Dollar, Entschuldigung. Also nochmal. Hier, wir haben Ripple Bitcoin Chart, da haben wir die bullische Divergenz im RSI. Die haben wir hier im Ethereum-Chart bis jetzt noch nicht so stark ausgeprägt. Das heißt, also wir sind gerade auf einem guten Weg dahin. Wir hatten eigentlich eine bis dahin, dann wurde sie gebrochen. Und jetzt müssen wir halt schauen, dass
Ja, dass wir hier eine neue bilden, und zwar das würde sich dann so aus ungefähr, dass wir hier dann Halt machen, also ein tieferes Tief setzen im Preis, aber ein höheres Tief im Indikator, und das würde dann wieder noch einige Wochen dauern, bis wir dann wirklich eine Trendumkehr sehen würden. Aber das ist noch alles ein Blick in die Glaskugel, und wir machen ja hier keine Vorhersagen, sondern schauen nur die Charts an, und die sagen uns einfach, ja, die Charts, also wichtige Marken wurden durchbrochen. Das heißt, ein Kursanstieg ist laut Charttechnik momentan nicht in Sicht. Aber wenn wir auch den Wochenchart blicken, ja, wir sind ja hier extrem überverkauft, immer noch. Wir haben jetzt hier sogar nochmal die Tiefstwerte unterschritten. Das kann dann auch wirklich schnell nochmal blutig werden und nochmal einige 20, 30% nach unten gehen in kurzer Zeit, die dann normalerweise auch wieder so schnell aufgeholt werden. Also quasi eine V-Korrektur. Was habe ich mein Zeichentool verloren? Okay, egal. Dass wir dann hier eine V-Korrektur sehen würden. Die würde dann ungefähr so aussehen, dass wir hier nach unten halt gehen und dann innerhalb kurzer Zeit wieder nach oben. Aber daran wollen wir uns aber nicht richten, sondern ja, wir müssen weiter erst auf die Charts schauen, und im Wochenchart sind wir immer noch weit davon entfernt, einen Trendumkehr zu sehen. Ich habe mir gemeint, hier bei dem Level, bei dem Support-Level, dass wir den 20-Wochen-glättenden Durchschnitt testen könnten oder zumindest hier diesen oberen Widerstand beim 0,020er Level. Hat alles nicht geklappt, sondern wir sind nach unten durchgebrochen, und wer short gegangen ist, der freut sich jetzt über einen netten Gewinn. Und ja, es tendiert alles nach unten. Das heißt, wenn wir eine Trendumkehr sehen wollen, müssen wir da erst in den kleineren Timeframe schauen, wie zum Beispiel, wir müssen zuerst im Stundenchart den Trend umkehren. Wenn wir im Stundenchart den Trend umkehren, schauen wir auf den 4-Stunden-Chart. Das heißt, wir müssen hier über diese gleitende, oder über die 20, über den 20er und 50er gleitende Durchschnitt im 4-Wochen-Chart. Wenn wir das geschafft haben, dann gucken wir auf den Tageschart, dass wir über dieselben beiden gleitenden Durchschnitte, die 20er und den 50er, kommen. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir mal unseren Blick auf den Wochenchart richten, dass wir hier zumindest ein Zwischenhoch sehen, ein tieferes Zwischenhoch. Und ein tieferes Zwischenhoch bedeutet alles niedriger als 0,040. So viel zu Ethereum. Sieht alles nicht so gut aus. Ja, es bleibt einfach weiter abzuwarten. Ich denke auch, solange Bitcoin weiterhin bullish ist und auch weiter, also steigt, werden die Altcoins weiter bluten. Wichtige Marken in der Bitcoin-Dominanz sind 80%, wenn man sich den Chart in der Bitcoin-Dominanz anschaut. Ja, da könnten wir, wenn Bitcoin 80% Dominanz erreicht hat, dann könnten wir eine Altcoin-Rally sehen. Davor glaube ich es eher nicht, da ja der Altcoin-Trend stark nach unten geht schon seit langer Zeit und der Bitcoin-Trend eben stark nach oben. Deswegen klammert euch nicht so sehr an Altcoins, bleibt lieber in Bitcoin, und ich halte euch auf dem Laufenden und gebt dem Video doch ein Like, wenn es euch gefallen hat. Abonniert und teilt das Video, und ich würde mich freuen, wenn wir uns das beim nächsten Video dann wieder sehen und hören, beziehungsweise mehr hören. Und bis dahin, macht's gut, ciao.